man sie überhaupt sehen. Da hinten ist noch Mähdresch am Arbeiten. Da hinten ein Traktor. Also hier geben alle noch Gummi. Und zwar bin ich hier in der Nähe von Niederemt, Titz, die Ecke. Und hier hat es wohl gestern nur 3 Liter geregnet auf dem Quadratmeter. Dementsprechend kommt man heute wieder dreschen. Und ja, oh, haben wir Vollmond. Man weiß es nicht genau. Er sieht ziemlich voll aus, der Kollege. Moment. Oh, schade, geht nicht scharf. Also ich kann eine ganze Menge Konturen erkennen auf dem Mond, aber leider nicht mit der Handykamera. Ja, hier sind meine besten Freunde wieder. Da muss man immer vorsichtig sein, wenn man kurz die Tür aufmacht, hat man die nämlich in der Kabine. Am schlimmsten ist das, wenn man hier noch so ein fettes Display hat, was Licht abgibt. Dann orientieren die sich direkt in die Kabine rein. So, und ich lade jetzt die letzten 32 Ballen und dann haben wir tatsächlich alles im Trockenen. Der LKW ist auch noch unterwegs. Cedric, weiß ich nicht, ob er mittlerweile zu Hause angekommen ist. Ich dürfte der Letzte sein, der noch objück ist. Ja, haben wir doch noch einiges geschafft heute. Und ich brauche jetzt leider beide Hände, sonst würde ich noch ein bisschen rumfilmen. Ist ja manchmal interessant, was man hier nachts sieht. Wird man von Füchsen beobachtet. So, ich mache jetzt hier mal Allrad rein, erste Fahrstufe. Und dann lade ich und packe ein und fahre nach Haus. Dann noch ein Stündchen Heimfahrt oder knapp drüber und dann ab in die Haier. Also, euch allen noch eine gute Nacht. Wow, hier gucken 129 Leute zu. Leute, was ist los? Könnt ihr nicht schlafen? Also hier hat es abgekühlt, wir haben nur noch 21 Grad. Und es ist schon kühl, wenn man draußen ist. Also, schlaft gut. Ich brauche wirklich leider beide Hände. Tschüss.